Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Joomla-Benutzerrechte, mit denen es möglich ist, sehr komplexe Websites-Verwaltungskonfigurationen zu erstellen. Ich will euch gar nicht groß mit Slides, mit Screenshots von Optionen, so wie gestern in meinem Vortrag, wo ich das auch nicht gemacht habe, erschlagen, weil ich auch im Zuge meiner Recherche, wo ich mir ein paar Videos angeschaut habe, es ist zwar schön, wenn man auf den Slides dann sehen kann, okay, klicke hier und alles funktioniert und es ist super und dann macht man das nach und das funktioniert genau gar nicht. Deswegen würde ich das einfach gerne auch hier mit euch dann live einfach mal durchspielen und viele Sachen werden einfach nicht gleich funktionieren, weil das passiert immer, dass irgendwas nicht funktioniert. Das Wichtige dabei ist, dass man weiß, wo man nachschauen kann und wie man es fixen kann. Das ist der Alltag eines Web-Developers, eines Umsetzers, eines Joomla-Benutzers, das ist einfach so. Das ist mein tägliches Brot. Irgendwas geht nicht und man schaut nach, wo es ist. Blöd ist, wenn man nicht weiß, wo man nachschauen soll und wenn man sich nicht zu helfen weiß. Bei den Benutzerrechten, das ist jetzt was ich auch nicht auf jeder Seite einsetze, die ich umsetze, weil oft gibt es keinen Bedarf. Da gibt es halt einen Kunden, der hat einen Zugang, der verwaltet seine Webseite und gut ist. Die Benutzerrechteverwaltung kommt bei komplexeren Webseiten zum Einsatz, wo es mehrere Leute gibt, die darauf zugreifen können, die Inhalte ändern können. Und wenn es dann noch komplexer wird, geht es darum, den unterschiedlichen Usern unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, was die dürfen, was die können dürfen und was die sehen dürfen. Das sind zwei wesentliche Aspekte in der Verwaltung der User, das können und dürfen und das sehen, also was sie angezeigt bekommen. Ich nehme an, jeder von euch kennt natürlich die Benutzerverwaltung, wo halt mal ein User angelegt wird, weil man selber ist halt mal ein Super-User und möglicherweise legt man dann noch halt einen Zugang für den Kunden an, einen zweiten. Dem gibt man wahrscheinlich Admin-Rechte in vielen Fällen oder Manager. Aber ich glaube eigentlich, wenn man mit Joomla anfängt, weiß man, dass man selber der Super-User ist und man dem Kunden vielleicht nicht auch einen Super-User-Zugang gibt, sondern vielleicht nur einen Admin. Und damit ist es das eigentlich. Dann arbeitet der Kunde damit und man macht als Super-User, macht man die Updates und kümmert sich darum, wenn der Admin irgendwas kaputt gemacht hat. Das passiert dann manchmal, ja. Die registrierten User, also wenn es Seiten gibt, wo sich Benutzer anmelden können, weil es ein Shop ist oder weil es halt einen Zugang für registrierte User gibt, dann sind die im Normalfall alle in der registrierten User-Gruppe. Um die muss man sich eigentlich auch nicht großartig kümmern, weil das passiert auch automatisch. Spannend wird es, wenn es jetzt um andere Benutzergruppen geht. Und dann das zweite wichtige Vokabel, das wir lernen müssen, sind die Zugriffsebenen. Weil diese zwei Dinge, Benutzergruppen und Zugriffsebenen, zu verstehen, was die tun und wofür die zuständig sind und wie die miteinander zusammenhängen oder nicht zusammenhängen, das ist was ich auch immer wieder nachschauen muss, weil ich es eben auch nicht auf jeder Seite mache. Und dann versteht man oder vergisst man manchmal wieder, was ist jetzt eigentlich was und warum tue ich den jetzt in die Benutzergruppe, aber warum sieht er dann trotzdem irgendwas, was er nicht sehen soll. Und solche Dinge passieren einfach ganz häufig. Und bei den Benutzergruppen ist das halt der Joomla-Standard und da muss man einfach verstehen, dass die Joomla-Standard-Benutzergruppen, solange man keine neuen dazu legt, gibt es hier die haben diese Rechte. In der Benutzergruppe wird festgelegt, was darf dieser User. Und diese Rechte vererben sich an die Kinder immer weiter. Also das geht. In der Public ist die ganz äußerste Ebene. Das ist einfach das, was ein Website-User sieht. Public, öffentlich. Und darunter fangen dann die ersten Ebenen an, die gewisse weitere Dinge tun dürfen auf der Seite, die ein User der öffentlichen Gruppe nicht darf. Und aus der nächsten Ebene
gibt es wieder Kinder. Also Manager hat als Kind Administrator. Der Administrator darf alles, was der Manager darf. Also der Manager darf mehr als Public. Administrator darf alles, was Manager darf, plus zusätzlich noch mehr. Registered ist auch eine Untergruppe von Public, weil Public sind alle und Registered darf halt etwas mehr als Public. Und unter Registered gibt es dann Autor, der erbt auch wieder von Registered und darf halt noch zusätzlich mehr. Der Autor darf halt eben zum Beispiel Artikel erstellen in einer zu definierenden Kategorie oder vielleicht in allen, je nachdem. Dann gibt es halt den Editor, der darf nicht nur seine eigenen Felder, also seine eigenen Artikel bearbeiten, sondern die von allen, die schreiben dürfen in der Standardkonfiguration. Aber er darf nicht den Status zum Beispiel verändern. Also er darf Artikel dann nicht freischalten. Also wenn ein Autor einen Artikel anlegt, dann ist er nicht veröffentlicht, dann geht vielleicht ein Editor drüber, korrigiert die Fehler und freigeben kann er ihn dann aber noch immer nicht, weil er kein Publisher ist und dieses Recht nicht hat. Und dann gibt es halt noch den Super-User, der darf alles. Also wir als Super-User können das sollen. Natürlich auch das alles dürfen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Public und Gast? Public und Gast ist ein sehr interessanter Punkt. Gast ist jemand, solange er nicht als angemeldet identifiziert ist. Also ich kann zum Beispiel einen Login-Button, der ist sichtbar, den kann ich dann ausblenden, weil ich weiß, er ist dann angemeldet. Also es ist ein die Gastgruppe zu verstehen, ist auch was, was mir immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Also bei Gast, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich gehe da nachher nochmal drauf ein. Ich mache mal da Kann auch die. einen extra Workshop dazu Ja, machen. ja. Ich muss nämlich da überlegen, wie erkläre ich es am besten? Oder ich zeige dann nachher ein Beispiel her, was Gast macht. Ja. Also das sind die Benutzergruppen. Und dann gibt es die Zugriffsebenen in Joomla. Und die heißen blöderweise gleich wie viele davon heißen gleich wie die Benutzergruppen. Also die Zugriffsebenen heißen teilweise gleich wie die Benutzergruppen. Und das ist was bei mir oft zu Verwirrung führt, weil eigentlich haben die nichts miteinander zu tun. Sie heißen dann zwar gleich, also es gibt dann eine Registered-Gruppe. Und also wenn wir uns diese Zugriffsleveln hier anschauen. Natürlich zuerst anmelden. Dann habe ich hier ein Public und ich habe hier ein Guest und ich habe hier Registered und ich habe hier Super Users als Zugriffsebenen, aber in Wirklichkeit könnten die ganz anders heißen, weil wichtig ist nicht, wie die heißen, sondern wichtig ist, wer da drinnen ist, welche Benutzergruppen. Und wenn ich mir jetzt hier Registered anschaue, dann heißt die Registered und es gibt eine Registered-Benutzergruppe, aber die Registered-Zugriffsebene, wer da aller drinnen ist, ist ja noch viel mehr als Registered. Und das sorgt ein bisschen für Verwirrung, macht aber, wenn man es durchgeht, Sinn, weil der Unterschied zwischen Benutzergruppe und Zugriffsebene ist, Benutzergruppe heißt können, dürfen, machen und Zugriffsebene heißt sehen. Und wenn ich jetzt irgendwas auf der Webseite einschränke von der Ansicht für bestimmte Zugriffsebenen, ich möchte, dass irgendwas nur für eine bestimmte Zugriffsebene sichtbar ist, zum Beispiel für Registered, ich möchte Inhalte, die nur für Registered sind, ordne ich natürlich die Registered-Gruppe der Zugriffsebene Registered zu. Wenn ich da aber selber als Super-User nicht in dieser Gruppe drinnen bin, dann würde ich als Super-User das nicht sehen. Oder der Manager würde das nicht sehen. Und das macht natürlich dann auch keinen Sinn, weil ich mir dann selber, ich bin zwar Super-User, aber ich kann diese Dinge nicht sehen, die Registered sehen können. Und deswegen bin ich dann natürlich als Manager und als Super-User auch in dieser Zugriffsebene drinnen, um zusätzlich halt auch diese Dinge sehen zu können. Weil Super-User und Manager ist nicht eine Untergruppe von Registered, sondern von Public. Und dadurch vererben sich diese Rechte auch alle ganz anders. Insofern muss man diese Dinge, auch wenn sie gleich heißen, getrennt, ein bisschen getrennt
voneinander betrachten. Und was ich jetzt in dem Beispiel mit euch einfach mal kurz durchspielen will, ist, ich habe hier eine Testinstallation und da gibt es jetzt zum Beispiel auf der Seite einen Sportbereich und einen Politikbereich. Das ist jeweils ein Blog, also da geht es halt um Sport. Willkommen zum Sportbereich, dann gibt es ein Politik, da gibt es ein Politikblog. Das sind zwei Kategorien in Joomla. Also bei den Inhalten, Kategorien habe ich halt einen Sport, eine Sportkategorie und eine Politikkategorie und das sind einfach Blogartikel. Und jetzt möchte ich zum Beispiel Redakteure haben, die nur in Sport schreiben dürfen in der Kategorie und andere Redakteure, die nur in Politik schreiben dürfen. Und möglicherweise sollen die auch das gar nicht sehen, was die anderen jeweils schreiben, sondern die sollen in ihrer Kategorie bleiben. Und ich gehe in meinem Beispiel davon aus, dass wir das nicht im Frontend machen, sondern dass die Backend-Zugriff kriegen. Also ich will jetzt gar nicht das Frontend-Artikel einreichen und so weiter zeigen, sondern ich möchte sagen, okay, ihr kriegt von mir Backend-Zugang, ihr loggt euch ein und macht dort eure Artikel. Ich habe jetzt einfach mal der Einfachheit halber hier schon zwei User angelegt, der eine heißt Politikredakteur und der andere heißt Sportredakteur. Die sind im Moment in der Gruppe registered. Also wenn man neuen User anlegt, sind die einfach in der Gruppe registered. Das Wichtige, was man sich jetzt überlegen muss, ist eine Planungsarbeit eigentlich. Das ist mal das, was man im Vorfeld machen sollte. Man sollte sich echt überlegen, was habe ich jetzt eigentlich für Gruppen, für User, was sollen die können, was will ich von denen, dass die können, was sollen sie auf keinen Fall können, was brauche ich also? Also in Wirklichkeit gehen wir davon aus, dass die Redakteure reichen die Artikel im Backend ein, schreiben nur in ihrer Kategorie, sollen auch nur in ihrer Kategorie die Artikel sehen, die sollen nicht Kategorie wechseln können zu den anderen, schreiben dort die Artikel und ich als Superuser oder Chefredakteur, was immer ich dann bin, ich als Superuser gebe sie dann schlussendlich frei. Das ist das Beispiel, das wir hier der Einfachheit halber machen. Jetzt ist die Frage, wie tun wir das? Weil ein guter Tipp ist auch noch, um solche Sachen zu testen, würde ich mir zwei Browser machen. Also ich würde in einem Browser arbeiten, als Superuser angemeldet. Und ich würde meinen zweiten Browser aufmachen, weil das mit dem Hin- und Herschalten und dann in zwei Tabs im selben Browser angemeldet zu sein mit zwei verschiedenen Usern, das kann verwirrend sein und ich kann mir dann auch noch einen dritten Browser machen, um die drei User zum Beispiel in drei verschiedenen Browsern mich anzumelden und komme mir nicht mit irgendwelchen Sessions in die Quere, wo dann irgendeiner plötzlich angemeldet ist als was anderes, als was ich jetzt gerade rechne, weil sich da irgendeine Session blöderweise übergeben hat und der dann plötzlich was sieht, was er nicht sehen darf. Also der Einfachheit und Sicherheit halber und um das schön für mich auch testen zu können, dann weiß ich, okay, ich arbeite hier in diesem Brave-Browser, bin der Superuser, dann mache ich mir von mir aus einen Firefox und da bin ich dann der Sportredakteur und sehe genau, was der Sportredakteur darf. Also der Sportredakteur ist jetzt angelegt und geht zum Beispiel, also wenn sich der jetzt einloggen will, ich habe dem jetzt mal die Zugangsdaten geschickt und sage, hey du Sportredakteur, wir brauchen neue Sportartikel, mach die doch mal bitte. So, okay, dann machen wir es in Google, weil ich habe da jetzt meine Passwort-Extension anscheinend nicht drinnen. Machen wir es in Chrome, auch egal. So, also du Sportredakteur, melde dich an. Habe ich die gar nicht gespeichert? Okay. Nein, gut. So, was haben wir denn? Also wir haben Sportredakteur. Das klappt auch nicht. Was habe ich denn da genommen als Passwort? Ich mache da Einfachheit halber, mache ich da dasselbe Passwort nochmal. So, also ich schicke dem jetzt die Zugangsdaten. Der meldet sich an. Ich brauche neue Artikel. So, jetzt habe ich dem, sieht da gar nichts. Das liegt jetzt daran, ich habe mich da im Zuge der Vorbereitung schon mal ein bisschen herumgespielt, weil eigentlich dürfte sich Registered gar nicht anmelden dürfen. Registered, normale Usergruppe, darf sich eigentlich gar nicht anmelden im Backend.
Da gibt es aber bei den Optionen, was der Benutzer eigentlich darf, bei den Berechtigungen, kann ich jetzt mal sagen, was darf ein Registered? Da darf eigentlich, also das ist da oben in der Konfiguration, was darf ein Registered? Da hat Administrator Anmeldung erlaubt. Das heißt, der kann sich grundsätzlich, kann er sich im Backend anmelden, weil normalerweise ist das nicht eingeschaltet. Normalerweise ist das, ein Registered kann im Backend sich nicht anmelden normalerweise. Aber wenn ich in der Systemkonfiguration auf die Berechtigung gehe und der Registered-Gruppe die Administrator-Anmeldung erlaube, dann kann der mit seinen Zugangsdaten da jetzt mal rein. Er ist angemeldet im Backend, im Joomla-Backend, aber als Registered kann er natürlich nichts machen. Ja. Das heißt, was tun wir jetzt? Jetzt können wir uns überlegen, wir haben uns vorher mal angeschaut, was diese einzelnen User-Gruppen dürfen. Das heißt, eigentlich ist der nicht in Registered, sondern eigentlich sollte der ja schreiben dürfen. Das heißt, der ist eigentlich ein Autor. Das heißt, möglicherweise macht es Sinn, mir neue Usergruppe anzulegen, die ein Kind von Autor ist, weil damit erbt sie die Rechte von Autor. Das heißt, ich werde jetzt der Einfachheit halber mal eine neue Usergruppe anlegen, die nenne ich Sport. Übergeordnete Gruppe ist nicht public, sondern registered oder Autor in dem Fall, damit er die Autorberechtigungen kriegt. Und dann werde ich meinem User, dem Sportredakteur, nicht registered zuweisen, sondern ich gebe ihm die Sportbenutzer. Registered musst du wegnehmen, oder? Das erbt er, wenn er in Sport ist, hat er sowieso alle Rechte von registered. Also das ist im Prinzip, ist es egal, also du kannst es auch wegnehmen, du kannst es auch lassen, weil mit Autor erbt er sowieso alles, was davor ist. Plus zusätzlich kann ich ihm jetzt halt noch dieser Usergruppe noch zusätzlich Dinge erlauben, die registered halt nicht darf. Normale registered User. Und wenn sich der, wenn wir jetzt die Seite neu laden, was passiert jetzt? Ah, jetzt sieht er zumindest schon mal das Dashboard. Oh, ich sehe da lustige Fehlermeldungen, spannend. Dann ist das ist noch von gestern, von meinem gestrigen Vortrag, wo ich offensichtlich die Fehlerberichterstattung in der Konfiguration noch aktiv habe. Fehlerberichten ist Standard, wenn ich das auf keine stelle, dann haben wir auch diese lustigen Warnings jetzt hier weg. So, was darf der jetzt? Jetzt sieht er mal ein Dashboard. Das ist das normale Joomla Standard Dashboard, aber er kann jetzt noch immer nichts machen und eigentlich wundere ich mich jetzt gerade, weil eigentlich sollte ein Autor Artikel schreiben dürfen, aber der kann jetzt eigentlich, wo? Das ist, wenn du da unten auf den Artikel selber klickst. Das ist ein Testartikel, den der angelegt hat und der erbt offensichtlich, also das habe ich im Zuge der Vorbereitung, habe ich als Sportredakteur schon mal einen Artikel angelegt und habe dann halt die Rechte alle wieder weggenommen, aber der hat offensichtlich einen Artikel schon mal angelegt in dem System und er hat als Kind von Autor, von der Usergruppe Autor, darf er seine eigenen Artikel ja bearbeiten. Das heißt, das ist ein Artikel, den er erstellt hat irgendwann und den kann er oder kann er nicht, er sieht ihn zumindest, aber was passiert dann? Das ist genau das, warum ich das mit euch durchspiele, weil das dauernd passiert, wenn du sowas mal anlegst. Und da jetzt dann nachzuschauen, warum passiert das und wie kriegen wir es weg und wie kriegt er jetzt die Rechte, das ist eben das, was ich spannend finde, das einfach mal durchzudenken. Das heißt, wir müssen uns jetzt da wieder in die Berechtigungen jetzt hineingehen und in die Konfiguration gehen und ich will ja jetzt, dass der die Beiträge mal sehen kann. Das heißt, ich gehe jetzt in die Komponente Beiträge, gehe auf die Berechtigungen, gehe da unten auf Sport und schau mal, was der jetzt eigentlich darf. Der kann jetzt grundsätzlich, kann er Artikel erstellen, er kommt nur nicht dorthin, wo er den Artikel erstellen darf, weil er keinen Administrationszugriff hat. Das heißt, wenn ich ihm das erlaube, den Administrationszugriff auf die Beiträge, dann kriegt er jetzt hier den Inhalt und kann die Beiträge sehen. Das heißt, im Frontend hätte er schon ändern können. Im Frontend hätte er seinen Artikel, wenn der angezeigt wird, hätte er den ändern können, ja, genau. Genau. Und
jetzt haben wir dem Zugriff gegeben, jetzt ist er hier in seinem Ding drinnen, der Artikel ist auf Status, er kann ihn nicht anklicken, weil er hat nicht die Berechtigung, diesen Artikel freizugeben. Er kann diesen Artikel ändern, das ist okay. Er kann einen neuen hier oben anlegen. Hat den zweiten Artikel angelegt, der auch in dieser Kategorie ist. Wenn ich in dem Artikel drinnen bin, sehe ich gar keine andere Kategorie. Die Beitragskategorien habe ich angelegt, da komme ich eh noch gleich dazu. Ich wollte nur zeigen, also er sieht jetzt hier gar keine andere Kategorie, weil wenn wir dann auf die Kategorien gehen, dann sehen wir auch, was die Kategorien für Berechtigungen haben. Also der kann jetzt hier gar keine andere auswählen, als die, für die er die Berechtigung hat. Also das könnte man jetzt probieren, bin ich gespannt. Darf wahrscheinlich keine Kategorie anlegen, aber in Joomla, das ist ja auch was, was auch nicht viele wissen, wenn man hier in der Kategorieauswahl einfach anfängt zu schreiben und es gibt diese Kategorie nicht und ich drücke Enter, dann würde diese Kategorie angelegt werden. Ich schaue mal, was passiert ist. Der hat jetzt gar keine Kategorie, das ist auch spannend. Der hat jetzt gar keine Kategorie. Normalerweise, wenn ich als Superuser das mache und da jetzt reinschreibe und einfach eine Kategorie anfange zu schreiben und es gibt diese Kategorie nicht, ich drücke Enter, dann wird diese Kategorie angelegt und der Artikel ist dazugeordnet. Das funktioniert in dem Fall nicht, weil diese Usergruppe keine Kategorien anlegen darf. Er sieht sie auch nicht im Menü. Er sieht, nein, Die Kategorien. genau. Beitragskategorien sieht er ja derzeit noch gar nicht. Ja, genau, richtig, weil er da keinen Zugriff drauf hat. Genau. So, ich schaue jetzt mal selber nach. Bin auch gespannt, ob eigentlich wurde diese Kategorie angelegt oder nicht. Ja, sie wurde angelegt. Ja, das heißt, er hat sogar die Rechte, Kategorien anzulegen, aber er hat keinen Zugriff, keine Ansicht. Das Benutzerlevel dieser Kategorie ist ihm nicht zugeordnet. Deswegen sieht er sie nicht. Das heißt, der Autor war jetzt auch für mich eine Überraschung und das ist genau das, was dauernd passiert. Ja? Weil du denkst jetzt nicht dran, was darf jetzt diese Benutzergruppe, was hat die alles vererbt und ich habe jetzt gerade gemerkt, okay, der Autor kann offensichtlich auch Kategorien anlegen. Also der darf. Ist da jetzt dann der Beitrag trotzdem drin? Der ist da drinnen tatsächlich, auch versteckt. Vorher wurde ja in der Ansicht jetzt Ja, weil, angelegt. ja, der ist, ja, weil der, der User, der. Der den Beitrag gespeichert hat, diese Kategorie nicht sehen Er darf. hat's zwar Er gemacht. hat es gemacht, aber er sieht es nicht. Es ist verwirrend, aber dieser eine versteckte Beitrag, der da drinnen ist, das muss der sein, der gerade vom Sportredakteur angelegt wurde. Und wenn ich als Superuser in dieser neuen Kategorie in die Berechtigungen reingehe und sage, der Sport hat da Zugriff auf Bearbeiten von dieser Kategorie, Status bearbeiten, dann kann er die Kategorie auch freischalten. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Dann sieht er sie noch immer nicht. Oh ja, jetzt sieht er sie. Jetzt sieht er sie, dass der Artikel da drinnen ist. Weil er Kategorien anlegen darf, ändern darf. Das ist jetzt nicht die einzelne. Genau. Wenn ich in die Politik-Kategorie reingehe als Superuser, also da muss ich erst wieder eine Politik-Benutzergruppe dann auch noch anlegen, um das zeigen zu können. Jetzt werden wir noch eine Politik-Gruppe machen. Die ist auch wieder ein Kind von Autor. Und um das Ganze jetzt dann noch besser herzeigen zu können, machen wir jetzt noch Zugriffsebenen. Ich mache eine Sport und die gibt es, weil die eben gelöscht wurde wahrscheinlich. Ach, die gibt es da schon. Also, gibt's schon. Die Sport gibt es schon, dann brauchen wir noch die Politik. Genau. Und so, in Sport habe ich da jetzt nur den Superuser drinnen, aber in Sport will ich natürlich, dass der Sport, die Benutzergruppe Sport Zugriff hat.
Und in Politik will ich natürlich das Super-User, ich will natürlich auch darauf Zugriff haben. Und Politik soll. So, und jetzt kann ich in die Kategorien gehen. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn sich der da angemeldet ist. Ich werde jetzt noch den Politikredakteur noch anlegen. Schließen, so. Den Politikredakteur, den gibt es ja auch schon. Was ist der zugeordnet? Dem muss ich auch noch die Benutzergruppe Politik zuordnen. Und ich melde mich im Firefox als Politikredakteur an. Nicht speichern. So, was ist jetzt mit dem? Der Politikredakteur. Schauen wir mal, was der hat. Ich probiere das jetzt noch einmal. So, was hat denn der für Rechte? Schauen wir uns da gleich an. Ich probiere das jetzt. So, der kommt schon rein. Genau, ich habe es nur nicht. So, was darf denn der? Der sieht jetzt auch das Dashboard, aber sonst nichts, weil ich, so wie vorher, den in der Berechtigung Beiträge Politik hat diesen Administrationszugriff nicht. Das heißt, ich werde dem jetzt das auch mal erlauben. Und was sieht der dann? So, Beiträge, da ist gar nichts drinnen. Schauen wir mal. Was ist in der Politikkategorie eigentlich drin? In der Politikkategorie sind 6 Beiträge drin. Der Sport, der sieht seine, der sieht sie nicht. Die Kategorie sieht der Politiker noch nicht. Ja, schauen wir uns das mal gleich an. Was passiert, wenn ich filter mir hier mal nach Kategorie, ich möchte jetzt die Politik. Wer hat denn den geschrieben? Den hat nicht der Politikredakteur geschrieben. Was darf der Politikredakteur? Es ist nicht ein Artikel von ihm. Der darf im Moment nur seine eigenen machen. Ich werde jetzt mal den Autor ändern. Ich werde den mal auf den Politikredakteur ändern von dem Artikel. Die Seite neu laden. Jetzt sieht er plötzlich einen Artikel, weil der jetzt hat ihn ja eher offiziell geschrieben und jetzt ist es sein Artikel und deswegen sieht er den jetzt, weil der sieht, wir haben ja vorher gehört, die Autor-Kind, also Benutzergruppe erbt die Rechte und der Autor, der kann Artikel erstellen, das kann der jetzt auch hier erstellen. Er kann seine eigenen ändern, er kann aber nicht den Status ändern, also der ist ja schon veröffentlicht, er kann den jetzt nicht unpublishen, aber er kann das machen. Und das ist mal mehr oder weniger das Basiswissen, das wir brauchen, wie diese Benutzergruppen und Zugriffsebenen miteinander zusammenhängen. Eben, man muss den Gruppen die Rechte geben, das zu machen und über die Zugriffsebenen dann auch steuern, was die sehen dürfen. Weil ich kann jetzt im Frontend zum Beispiel jetzt wieder verschiedene Dinge anzeigen lassen und was halt auch spannend ist, ich kann im Backend verschiedene Dinge anzeigen lassen. Ich könnte jetzt mir ein Backend zusammenbauen, wo ich in diesem Menü neue Menüpunkte anlege, die nur der Sportredakteur sieht und andere, die nur der Politikredakteur sieht, über die Administrationsmodule, die ich Zugriffsebenen anordne. Ich könnte hier in diesem Dashboard mir eine Übersicht verschiedenste Custom-Module anzeigen lassen. Das mache ich ganz gerne zum Beispiel für Redakteure oder für Kunden, da sind dann Buttons mit Schnelllinks, neue Artikel erstellen oder also ganz Schnelllinks direkt auf die Funktionen, die die brauchen. Und zwar halt gesteuert auf die
Ja, okay. Auf die gesteuert auf die Zugriffsebene, die die Redakteure halt brauchen. Das heißt, ich kann unterschiedliche Buttons anzeigen für unterschiedliche also nicht Usergruppen, sondern Zugriffslevels. Das ist immer genau diese Verwirrung, die immer wieder kommt. Genau. Also, so, wenn wir jetzt da noch in die Berechtigung reingehen, genau, dann schauen wir uns das an. Ich bin jetzt in der Politikgruppe drinnen, der Sportbenutzer sieht die nicht. Also hat keinen Zugriff, kann da nichts machen. Könnte ich ihm jetzt geben. Der Politik, also in der Kategorie der Politik, was darf der? Der darf erstellen in der Kategorie. Die neue Kategorie, was haben wir der eigentlich gegeben? Genau, der darf alles, der darf die Kategorie bearbeiten. Ich könnte jetzt einen dritten User anlegen, der Zugriff auf beide Kategorien hat und zusätzlich halt freigeben darf, damit es nicht noch also wenn ich jetzt einen dritten, also damit das nicht ich als Super-Admin machen muss, wenn ich jetzt einen neuen User anlege, der heißt Freigabe. Egal, was man da eingibt, dem weise ich jetzt zu. In dem Fall weiß ich, Publisher ist ganz gut, weil Publisher hat die Rechte, Status zu bearbeiten. Ich melde mich jetzt hier mal wieder ab und an als Freigabe, um einfach zu schauen, was darf denn der jetzt. So, die Freigabe. Was macht denn der? Was hat der? Was sieht der? Der hat schon wieder mal keinen Zugriff auf die Artikelverwaltung. Ist eigentlich blöd, weil dann kann er eigentlich da zwar rein, müsste hier, könnte ihn anklicken, hat wieder keine Berechtigung. Ist genau das Ding. Wir müssen wieder in die Konfiguration. Ich muss wieder zu den Beiträgen. Ich muss mir wieder hier die Publisher-Gruppe anschauen und sehe, oh, Publisher-Gruppe hat keinen Administrationszugriff auf die Beiträge. Gut, erlaube ich sie ihm schnell. So. Da bin ich angemeldet als Ding, dann sieht er seine Inhalte. Was sieht er noch? So, der sieht jetzt den Sportartikel, der sieht alle Artikel, weil der Publisher das vererbt hat, die Berechtigungen auch diese Kategorien alle zu sehen und er kann ihn freigeben, weil der Publisher das Recht hat, Status zu bearbeiten. Also das ist in dem Fall, wenn wir uns das hier anschauen, die Konfiguration. Beiträge, Publisher, Status bearbeiten. Und das ist auch noch ein Ding, weil wir jetzt hier gerade in diesen Optionen drinnen sind. Wenn man Custom Fields verwendet, ist das eine ganz oft übersehene Einstellung, weil dann legt man wunderschön Custom Fields an für die Artikel und die können es dann nicht bearbeiten. Die sehen dann die Custom Fields, können aber nicht reinklicken. Also da muss man auch noch bei den Custom Fields extra aufpassen, ob die entsprechenden Redakteure auch auf die Custom Fields Zugriff haben, weil meistens sind sie ja dafür da, dass sie bearbeitet werden von den Redakteuren und mit Informationen zum Artikel gefüllt werden. Das heißt, da muss man auch noch gut drauf aufpassen. Und über diese Zugriffslevels kann ich ja Menüpunkte dann auch steuern. Das heißt, ich kann mir dann Usergruppen anlegen, die dann im Menü unterschiedliche Dinge sehen dürfen. Genauso bei den Beiträgen. Also da gibt es ja dann diese Zugriffsebenen, wo ich dann im Frontend festlegen kann, wer die sehen darf. Genauso bei den Menüpunkten. Und so kann ich mir eine relativ fein abgestimmte Steuerung, wo man noch viel, viel mehr ins Detail gehen kann, damit bauen kann. Das Ganze ist was, was ich mir selber immer wieder anschauen muss, wo ich Dinge einfach ausprobieren muss. Das ist nichts, wo ich einfach sofort durchklicke und das funktioniert sofort. Das habe ich eh gerade gezeigt, weil
Das ganz Wichtige ist genau das, was ich auch gemacht habe, in verschiedenen Browsern mit den verschiedenen Logins zu testen, um nur ja nichts zu übersehen. Also ich habe den Fall gehabt mit einer Kundin, die Kurse angeboten hat, die vor Corona halt live abgehalten wurden. Dann ist Corona gekommen und dann hat sie auf Videokurse schnell umgeschalten und hat gesagt, ja, richte mir schnell mal einen Zugriff ein. Ich möchte jetzt einen Kurs haben, den wir verkaufen und ich möchte, dass die sich anmelden können und diesen einen Kurs sehen. Und das war halt Corona, wir machen das schnell in 1, 2 Stunden, richten das ein und dann hat sie halt einen Login-Bereich, wo sie für diesen einen Kurs den Bereich hat. Das ist alles super. Ein Shop-System war völlig übertrieben dafür, weil das sollte eigentlich nur kurz für diesen ersten Lockdown irgendwie sein. Man sagt, Shop-System unnötig, machen wir einen geschützten Bereich, wo die sich anmelden können. Naja, aus dem einen Lockdown sind dann, ich weiß nicht, wie viele geworden, aus dem einen Kurs sind dann noch 10 andere Kurse dazugekommen, die sie halt irgendwie so verkauft. Und die alle aber jeweils nur auf den einen Kurs, den sie halt gebucht haben, Zugriff haben können sollen. Oder vielleicht haben sie den einen gekauft und dann noch den zweiten auch. Dann haben sie halt Zugriff auf beide. Und das Ganze ist dann ein bisschen ausgeartet, weil kein Jobsystem dahinter gehängt ist, sondern das einfach Joomla-Artikeln waren. Und da wird es dann wirklich, da kann es sehr konfus werden. Also wenn man da nicht gut testet und vorher sich dann immer mit den Zugriffsebenen durchspielt und genau schaut, wenn ich jetzt einen neuen Kurs in eine neue Kategorie anlege, wie ist die konfiguriert? Ich muss mich da mal anmelden als ein User mit diesem Zugriffslevel, um zu schauen, ob der nicht eh noch einen anderen Kurs auch noch sieht, den er eigentlich nicht sehen sollte, für den er nicht bezahlt hat. Also das kann heikel werden, wenn man sowas macht. Klingt nach Planung. Ja, es ist auf jeden Fall Planung und ja, testen, testen, testen. Ja. Also, ich habe so einen ähnlichen Fall, das ist auch eine Seite, die geht über Jahre. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, in welchen Ausnahmefällen ich mal dies und mal das eingestellt habe. Gibt es irgendwie eine Übersicht irgendwo, wo ich da Zugriffsrechte und Es gibt Nutzerrechte? eine Erweiterung, die ich noch gerne herzeigen möchte, die mir die Verwaltung wesentlich einfacher macht. Die nennt sich BWD-ACL. Da, wenn man die installiert hat, da sagt er dir, okay, es gibt irgendein Assets-Probleme, das sind Probleme in der Datenbank, die kann man schnell mal beheben. Dann findet er da irgendwas, wo irgendwas nicht ganz richtig konfiguriert ist. Das kann man einfach mal machen. Aber diese Übersicht, da kann ich mir schnell mal sehen, was habe ich alles für Usergruppen. Ich kann mir die Benutzer auswählen und sehe hier in einer Übersicht, das funktioniert am Desktop ein bisschen besser als auf dem dieser kleinen Auflösung hier, aber ich sehe hier eine Übersicht, was der darf. Ich sehe hier die ganzen Komponenten, ich sehe hier alle Möglichkeiten und ich sehe hier oben, was hat denn der für Zugriffsrechte da drauf? Was darf der machen? Er darf erstellen, er darf aber nicht löschen, er darf nicht bearbeiten, er darf seine eigenen Inhalte bearbeiten. Das macht das Ganze wesentlich einfacher in der Übersicht und vor allem, ich kann hier einfach viele Hackeln setzen. Ich muss nicht dauernd in alle Also ich kann auch Optionen. direkt da gesetzt werden, Ja, sehen. genau, ich kann ja dann einfach, ich könnte dann hier draufklicken und das bearbeiten. Und was es noch einfacher macht, ist, es gibt hier diesen Wizard, mit dem ich meine neue Usergruppe anlegen kann. Also wenn ich jetzt einen neuen Kurs habe, dann sage ich ja und ich gebe einen neuen, ich sage jetzt, okay, ich habe jetzt noch Chronik, will ich dazu, was soll die Chronik dürfen? Der soll sich auf der Seite anmelden dürfen, also wenn die Seite offline ist, dann hat er diesen Frontend-Zugang. Er soll sich auf dem Administrator also Frontend-Anmeldung, Offline-Zugang hat er, Administrator-Anmeldung, er soll Zugriff auf die Beiträge kriegen, weil er die Beiträge bearbeiten können muss. So, und dann kann ich jetzt hier noch sagen, okay, das sind jetzt hier mal die Kategorien, die es schon gibt. Dem kann ich auf die verschiedenen und auf die Artikel kann ich hier jetzt, also ich sehe hier Kategorie, da ist ein Artikel drinnen. Ich kann ihm hier jetzt erlauben, alle möglichen Dinge in diesen Kategorien. Das ist die Benut Ich vergebe hier die Berechtigungen. Die Zugriffsebene ist ja was anderes. Ich vergebe hier Ja, die das ist ja, Berechtigungen, aber was der darf. die Ja, Schnittpunkte, die machen es ja auch aus, ne? ja also ich kann den so anlegen, das macht es wesentlich übersichtlicher und einfacher, das Ganze schnell zusammenzuklicken, nämlich mit der Berechtigung.
Ich kann hier oben mit alle Rechte zurücksetzen mit einem Klick, um das alles zu löschen, falls ich mich irgendwo verklickt habe. Und eigentlich darf der was, was er nicht können soll, und ich weiß aber eigentlich nicht, wo ist das. Dann kann ich da die Rechte zurücksetzen. Und das ist eine kostenpflichtige Erweiterung, die, wenn man das oft verwendet, aber durchaus Sinn macht, sich, weil kostet jetzt nicht die Welt, erleichtert aber das Leben. Genau. Also, was ist da jetzt passiert? Da ist jetzt eine Gruppe angelegt worden. Ich schaue jetzt gerade, aha, das ist eine Chronik. Diese Chronikgruppe ist hier angelegt worden als Untergruppe vom Public, weil macht er offensichtlich, er orientiert sich dann nicht an den Standard-Joomla-Gruppen mit den vererbten Berechtigungen, sondern er macht eine neue Gruppe unter Public und dann kriegt die tatsächlich nur die Rechte, die ich zusammengeklickt habe. Nichts, was von irgendwo anders noch vererbt wird, sondern die kriegt nur das, was ich dieser Gruppe vergeben habe. Und dann müsste ich halt jetzt den User anlegen und dieser Gruppe zuordnen und hätte einen Chronik-Redakteur. Genau. Ja. Ja, also ihr seht, das Ganze ist verwirrend, das ist nicht ganz so einfach mit folgt diesem Schritt und macht das und das und dann nachher ist alles Regenbogen und es funktioniert und alles ist super, sondern man muss sich da ein bisschen Gedanken machen im Vorfeld, man muss ein Verständnis haben, was wie Benutzerrechte, also Benutzergruppen und Zugriffsebenen zusammenhängen und man muss testen. Das Testen, das bleibt einem nicht erspart, also um da nicht irgendwelche Überraschungen zu erleben. Dankeschön. Fragen? Bitte gerne. It's not really a question, it's more a comment. Because I use, not a lot, but I use ACL for typically for articles, categories, new items, because that's obvious, you think of it. And I was having with Viviana on day before yesterday about accessibility, and I was saying, oh yes, it's nice in the back end, now you have the accessibility checker, and I was saying, oh yes, but in the front end there is no button, oh, it's a bit sad. That was a discussion, and then during the night suddenly I woke up and I thought, oh gosh, ACL. Actually, you can also enable the accessibility checker for the front end. Yeah, but if you do that, the button is there for all the visitors, right? Because it's a plugin. But actually, I have never realized until yesterday that also for plugins, you can set ACL. So you could say, okay, only authors or managers or super users will have this front end accessibility button, but the regular visitors won't see it. So only the logged in people and blah, 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 as you set it up. So, okay, even on the plugins, because you would not think of it. And yeah. Or debug, you can also do that on the debug plugin, for example. So that way, when you're debugging, real visitors don't see the debug stuff. Das wollte ich noch zur Gast. Frage wollte ich noch zurückkommen, Gast und Registered und Public und so weiter. Gast ist ein Level, das verschwindet, sobald er als angemeldeter User identifiziert ist. Ich habe ein Beispiel auf einer Seite, ich habe einen Button, der macht mir ein Login Modal auf. Da steht dann Anmelden und wenn ich da draufklicke auf den Button, dann geht das Login Modal auf. Und ich will aber zum Beispiel, wenn der angemeldet ist, hätte der noch immer den Button, da steht drauf Anmelden, dann klickt er auf Anmelden und es geht das Modal zum Login drauf und dann hat er in diesem Modal den Abmelde-Button drinnen. Weil der auf Public steht. Weil wenn der auf Public ist, dann, genau, wenn der auf Public ist, dann sieht er noch immer den da steht Anmelden in dem Button drinnen. Es geht ein Modal auf und in diesem Modal ist dann ein Abmelde-Button drinnen und das ist total verwirrend, weil es steht Anmelden und es ist aber eigentlich Abmelden dann da drinnen. Und deswegen kann ich diesen Anmelde-Button dann ausblenden und ich sage, der ist nur für Guest sichtbar. Dann ist er sichtbar, solange er nicht, also so öffentlich sichtbar, aber sobald er angemeldet ist, ist er weg. Und wie meldet er sich dann wieder ab? Ja, dann musst du halt irgendwo einen Abmelden-Button dann halt haben. Da könntest du dann halt einen Abmelde-Button für Registered dann anzeigen lassen. Sobald er dann als Registered identifiziert ist, sieht er den Abmelde-Button extra. Genauso machen wir Ja, es. genau. Also das ist das Ding. Guest verschwindet, sobald du angemeldet bist, bist du nicht mehr Guest. Das heißt, anmelden auf
feststellen und wenn er angemeldet ist, verschwindet er. Genau, also es gibt einen Unterschied zwischen Public ist immer, also auch wenn du angemeldet bist, siehst du das, ja. Dann, weil es Public ist, dann sehen das sowohl nicht Angemeldete als auch Angemeldete und Guest ist, Angemeldete sehen es nicht mehr. Ja. Ja, genau. Das ist ja ganz einfach. Ja, genau. Ja.